Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady und ein sehr mysteriöser Anfang. Was ist hier los? Ich habe euch heute die 50 neuen Pokémon mitgebracht. Ich habe sie jetzt mal ausgearbeitet. Hier Gekkabor, Reptine und Gewaldro mit Bonbons und wie viele Kilometer ihr pro Bonbon laufen müsst. Flamly, Jungblut und Loglock. 3 Kilometer pro Bonbon. Das nächste. Hydropie, Moabel und Sumpex. 3 Kilometer pro Bonbon. Pfiffchen, Magnein, hoffe ich. Ist es richtig ausgesprochen? 1 Kilometer pro Bonbon mit dem Kumpel. 50 Bonbons für die Weiterentwicklung. Zickzachs und Geradas. Geradax. So rum. 50 Bonbons für die Weiterentwicklung und ein Bonbon. 1 Kilometer pro Bonbon. Waumpel, sehr kompliziert. Kann sich per Zufall entweder in Charloco oder Panekon. Und je nachdem, welches sich es, in was es sich entwickelt hat, entwickelt sich es anders wieder weiter. Charloco. Kann sich in Papinella mit 50 Bonbons entwickeln und Paneko entwickelt sich mit 50 Bonbons zu Pudox. Hier haben wir die Familie Samurzel, 25 Bonbons zu Blanas und 100 Bonbons zu Tengulist. Trasla, Kirla und Gardevoir, 5 Kilometer pro Bonbon. Knilz und Kapilz, 3 Kilometer pro Bonbon. Bummels, Muntier, Letarking, 5 Kilometer pro Bonbon. Makuhita zu Hariyama, 3 Kilometer pro Bonbon. Azurill und die Weiterentwicklung in Generation 2, Merrill und Azumarill, 3 Kilometer pro Bonbon. Eneko zu Enekoro, 3 Kilometer pro Bonbon. Fluntenkiefer, keine Weiterentwicklung, 5 Kilometer pro Bonbon. Meditier kann sich zu Meditalis entwickeln und 3 Kilometer pro Bonbon. Fritzelblitz kann sich zu Voltenso entwickeln, 3 Kilometer pro Bonbon. Plussel gibt es bei uns nicht. 3 Kilometer pro Bonbon. Minion, 3 Kilometer pro Bonbon gibt es nur in Europa, Asien und Australien. Roselia, 3 Kilometer pro Bonbon. Keine Weiterentwicklung. Schluckpuck kann sich zu Schluck weg. Nein, Schluck weg. 1 Kilometer pro Bonbon nur. Spoink kann sich zu Groink entwickeln. Ich hoffe, das war richtig. 1 Kilometer pro Bonbon. Sengo, 3 Kilometer pro Bonbon, gibt es bei uns nicht. Vipitis gibt es in Europa, Asien, Australien, 3 Kilometer pro Bonbon. Absol, Raid Boss, Nummer Stärke 4, also Schwierigkeit 4 und 5 Kilometer pro Bonbon. Isso kann sich zu wohin genau in der zweiten Generation entwickeln mit 3 Kilometer pro Bonbon. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich möchte euch noch wenigstens die Maximal-WP mitgeben. Die Movesets, die schaffe ich jetzt nicht mehr. Dafür müsste ich den ganzen Kram nochmal wiederholen, also nochmal alle Bilder durchlaufen lassen. Also wäre für mich halt am einfachsten, denke ich. Wollen wir mal sehen. Also, Gewaldro kann 2584 WP erreichen. Wie ich sehe, habe ich mich vorhin versprochen. Logok heißt es eigentlich und kann 2631 WP erreichen. Interessant. Dann Sumpex 2815. Magnaien kann leider nur mickrige 1783 WP erreichen. Genauso wie Geradax 1533.
Bestimmt auch Papinella. Ja, 1573 nur und Pudox 1121. Oh, wow. Es sinkt immer weiter. Hoffen wir doch mal, dass Tengulist mehr erreichen kann. 2186. Ja, das ist schon 10-mal besser. Gradivor 2964. Kapilz 2407. Letter King 4548, absolute Spitze, klar, aber da müsste sich eigentlich noch was dran ändern. Hairiyama 2765, ja gut, Azuril 316, logisch, wenn dann müsste ich Azumarill vorlesen, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. In Nekoro 1385 WP, Flunkiefer 1484, was, so wenig? Das ist ja schade. Miditalis 1275, Mann, dass die Kampf-Pokémon immer so wenig haben, ist doch doof. Vultenso 2131, oh, ist okay, Zapdos ist besser. Plusel 1681, Minun 1585, Roselia 1718, auch so wenig, Schluckwech 1872, auch sehr niedrig, Groink kann 2310 WP erreichen, Sengo 2214, Vipitis 1928 und die letzten zwei Absol 2280 und Issu 503. Gut, das war's. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn hier null Gameplay drin ist. Ich habe euch nur Pokémon eingeblendet, aber die Einblendungen sind so groß, dass es auf einem Gameplay, naja, nicht besonders toll gewesen wäre. Okay, wie gesagt, ich würde sagen, das war's für heute und bis zum nächsten Mal.